Ja, es gibt vielleicht Leute, die würden sowas Unanständiges tun, aber das hören ja wir definitiv nicht dazu. Wir unterhalten uns hier über anständige Themen wie Politik, Zensur oder verschiedenste Massaker mit verschiedensten Mordinstrumenten auf verschiedenen Teilen der Erde. Aber manchmal ist es vielleicht auch tatsächlich notwendig, ein klein wenig seriöser zu werden, als man das normalerweise ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem brandneuen Review hier auf Playzocker Reviews. Wir sprechen heute über eine wahnsinnig spannende... Nein, ich kann das nicht, ganz ehrlich, ich kann das nicht! Vor allem, wenn es um eine Serie geht, die ich tatsächlich empfohlen bekommen habe von einem Zuschauer, André L., der mich außerdem gebeten hat, darum, diese Serie als neues Wunsch-Quickie zu behandeln. Ja, Patreon-Supporter, die den Kanal Playzocker Reviews eben über Patreon unterstützen, haben die Möglichkeit, sich einmal im Monat auch ein Wunsch-Review zu, well, wünschen. Und dem Wunsch möchte ich natürlich nur zu gerne nachkommen und deswegen habe ich mir jetzt in den letzten Tagen die ersten 4 Folgen, also quasi die komplette erste Staffel der deutschen Comedy-Serie Eichwald MdB angeschaut. Eine Serie, wo die meisten von euch sich wahrscheinlich denken, who the fuck ist Eichwald? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage und diese Frage möchte ich ganz gerne beantworten. Hajo Eichwald ist ein Politiker, der in seinem Schaffen grundsätzlich mit einem Geschick und mit einem Erfolg rangeht, wie beispielsweise Bernd Stromberg. Und Stromberg ist eigentlich jetzt an der Stelle ein wirklich guter Vergleich, weil Eichwald hat tatsächlich so ziemlich alles an sich, das auch Stromberg an sich hat. Das Ganze geht meiner Meinung nach so weit, dass einerseits das komplette Konzept der Serie mit der Beleuchtung eben von Eichwald Front and Center, aber eben seinem Stab, seinen Rivalen, den anderen Leuten, die eben mit ihm zusammenarbeiten. Das Ganze jetzt zwar nicht mit eingespielten Fernsehinterviews, aber trotzdem mit sehr viel Backstory zu den anderen Charakteren und eben genau dieser subtilen Prise an Humor. Und ich weiß jetzt zu sagen, hey, die Serie erinnert mich an die andere, weil sie hat auch subtilen Humor. Klingt ein bisschen komisch, aber ganz ehrlich, wer Eichwald gesehen hat, der wird so oft an Stromberg erinnert, beispielsweise alleine bei den Musikeinspielungen, die oft gerne bei Szenenwechseln laufen, wo alleine meiner Meinung nach dieselben Instrumente zum Einsatz kommen wie bei Stromberg und ich teilweise tatsächlich bei der Art, wie bestimmte Szenen präsentiert und dargestellt werden, die Stromberg-Musik wirklich im Kopf hatte. Und dabei möchte ich jetzt aber auf gar keinen Fall irgendwie sagen, Eichwald ist ein blödes Plagiat von Stromberg. Nein, definitiv nicht. Immerhin war ja auch Stromberg keine Original Series. Immerhin ist Stromberg quasi die deutsche Version des britischen Pendants The Office, das geschaffen wurde von keinem geringeren als dem großartigen Comedian Ricky Gervais, wo es dann einerseits eben auch die britische Version gibt, es gibt natürlich eine amerikanische The Office Version mit Steve Carell in der Hauptrolle oder aber eben auch die deutsche Fassung mit Christoph Maria Herbst, die meiner Meinung nach absolut großartig war. Aber nachdem Stromberg jetzt nach einigen Staffeln und einem Film seit einiger Zeit von unseren Bildschirmen, zumindest was neues Material betrifft, verschwunden ist, ist natürlich die Sache, man will vielleicht ein bisschen mehr. Und da kann ich an der Stelle wirklich allen von euch nur empfehlen, einen Blick in Richtung der Serie Eichwald MdB zu werfen. Denn wir haben zwar hier nicht quasi den tristen Büroalltag eines Stromberg, nein, wir befinden uns in den politischen Agenden eines Politikers. Das Ganze ist zwar weder so bösartig noch so spitzzüngig wie beispielsweise bei der amerikanischen Version House of Cards mit Kevin jemand anderem, dann später halt aus Gründen. Aber wir bekommen tatsächlich einen meiner Meinung nach ziemlich interessanten Einblick eben in die Tatsache, wieso einige politische Diskussionen, Entscheidungen, Entscheidungsänderungen und so weiter wahrscheinlich im realen Leben auch tatsächlich ablaufen. Noch dazu bekommen wir meiner Meinung nach einen absolut großartigen Cast, geführt natürlich von dem hervorragenden Bernhard Schütz in der Hauptrolle des Hajo Eichwald, der nämlich eben einerseits sein Politiker-Ambiente sehr schön raushängen kann, aber eben andererseits auch diese gewisse Unbeholfenheit, die einige Momente hervorrufen, einfach nur perfekt darstellt. Man hat in keiner einzigen Episode von der ersten Staffel, die ich jetzt gesehen habe, irgendwie auch nur ansatzweise das Gefühl, Schauspieler vor sich zu haben. Man hat aber jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, irgendwelche Laiendarsteller aus dem Fernsehen vor sich zu sehen, selbstverständlich nicht. Nein, man hat
meiner Meinung nach eben ähnlich wie bei Stromberg das Gefühl, dass man tatsächlich mit der versteckten Kamera dabei ist, zu sehen, was diese Charaktere machen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich etwas, was man an der hohen Schauspielkunst des gesamten Teams von Eichwald NdB wirklich hervorheben muss, dass nämlich hier tatsächlich großartig und subtil gespielt wird. Und ich hatte tatsächlich in jeder Episode mindestens 2-3 Mal ein wirklich dickes Schmunzeln auf der Lippe. Nein, Eichwald NdB ist sicherlich keine Sitcom, wo man auf die Schenkel klopft vor lauter Lachen, aber es ist eine großartige, eine interessante Serie und eine, die ich euch an dieser Stelle wirklich mehr als nur empfehlen möchte.